Und damit willkommen zurück zu Need for Speed Shift 2 Unleashed. Wir befinden uns im Hauptmenü, machen auch gleich weiter. Allerdings kurz auf Kommentare eingehen. Niki hat kommentiert noch zu meinem, deshalb modde ich auch so wenig. In ETS zum Beispiel. In ETS modden ist runterladen, aktivieren, fertig. Ja. Und dann hoffen, dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, rausfinden, warum es nicht funktioniert. Das nervt mich alles. Allgemein spiele ich Spiele halt einfach gerne fertig, ohne noch großartig was dran zu machen. Dafür hat Freddy auch kommentiert. Also heutzutage ist es weitaus wahrscheinlich, dass Spiele out of the box laufen. Kommt ein ganzer Arsch voll Text dazu. Also auf jeden Fall geht es im Endeffekt darum, alte Spiele laufen prinzipiell nicht so gut wie neue Spiele. Ich sehe gerade, dass die Anzeige viel zu groß ist. Einen Moment bitte. So. Danke. Bisschen kleiner. Prinzipiell alte Spiele laufen schlechter als neue, weil damals auch wahrscheinlich der Controller-Support nicht so gut gemacht worden ist. Und klar, wenn man es einfach laufen sehen, ist ja auch so, aber wenn man irgendwas wirklich stört, dann sucht man halt einen Fix. Das sind zum Beispiel die Sachen, die ich bei den alten Teilen gehabt habe, also bei den ganz alten Teilen Need for Speed. Da habe ich ja immer danach gesucht, dass ich einen HD-Patch wenigstens habe, dass das wenigstens ein bisschen gut aussieht. Und da habe ich teilweise wirklich viel Zeit mit verbracht, dass diese Scheiße irgendwie lief. Weil das teilweise auch nicht ganz so einfach war, was zu finden. Ach, wir fahren auch immer noch den Ketterhem, ne? Ich hätte gerne anders Auto langsamer. Es ist übrigens wieder ein Tag vergangen, weil ich wieder mal Kacke, Alter, keine Zeit hatte. Folglich fahre ich wahrscheinlich wieder wie ein bekackter Affe. Ja, ich weiß, das ist ein dauerhafter Zustand und hat nichts damit zu tun, wenn ich das letzte Mal gespielt habe. Ist aber auch egal. Zudem, alte Spiele laufen prinzipiell nicht so gut wie neue. Ich habe das Gefühl, dass es früher, also dass heute alte Spiele nicht mehr so gut laufen wie neue. Ja, true. Aber ich habe das Gefühl, dass früher alte Spiele zuverlässiger liefen. Wenn ich mich an... ich habe wenig neue Spiele, zu denen ich schlechte Beispiele habe. Nein, Moment. Ich habe wenig neue Spiele, zu denen ich Beispiele habe, die nicht laufen, die ich selber gespielt habe, ja? Ich habe nur zum Beispiel bei Red Dead Redemption 2 mitgekriegt. Das lief halt gar nicht am Anfang, und zwar wirklich lange lief das gar nicht auf dem Computer. Mit dem Online-Modus. Das fand ich sehr unterhaltsam. Es kann auch sein, dass ich da aktuell einfach ein komplett falsches Bild habe. Aber gefühlt liefen Spiele früher out of the box besser. Weil wenn ich mich so an... Also was heißt früher? Nehmen wir einfach mal so... Ab 2000... Sagen wir mal ab 2000, ja? Falscher Gang. Da fallen mir Spiele ein wie Sacred, was out of the box perfekt lief. Ja? Man hat irgendwann Probleme gekriegt mit dem Online-Scheiß, also mit dem Multiplayer-Scheiß, was eher daran lag, dass irgendwelche Windows-Versionen das nicht mehr zugelassen haben, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben Sacred ja schon nicht gespielt, als es neu war. Übrigens, wenn ich so viel rede und fahre, kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Oder GTA San Andreas. GTA San Andreas hast du installiert, fertig. Es lief perfekt. Gar keine Probleme. Gut, GTA San Andreas. Alter, ich möchte mal kurz anmerken, ich sitze gerade wie ein Haufen Scheiße und das Mikrofon bewegt sich die ganze Zeit mit. Was absoluter Abfuck ist. Ich starte das nochmal neu. Ich weiß nicht, ob ich den Randomizer anhabe bei der Musik, also. Ich liebe es übrigens, wenn die KI einfach nicht aus dem Knick kommt. Und ich natürlich absolut wegfliege, wenn ich ihr hinten reinfahre. Ihr aber gar nichts passiert, wenn sie mir oder jemand anders hinten reinfährt. Die fährt ja stumpf einfach weiter.
Ja, was lief noch einfach komplett problemlos? Batterians. Das war von einer fucking Computer mit Spiele-CD. Bei den Spielen, wo ich noch halbwegs erwarte, dass es nicht gut läuft, weil es von einem fucking Drittanbieter im Endeffekt ist, lief auch komplett problemlos. Ja? Da habe ich ja nie irgendwas dran machen müssen, dass es läuft. Heutzutage, zum Beispiel Battle Realms, gutes Beispiel, ist aktuell in der Beta oder Alpha? Ich glaube, es ist in der Beta. Also Early Access noch, glaube ich. Habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Entschuldigung, kommen keine Parts. Ja, ich weiß. Hat Freddy eh nicht geguckt. aber das lief halt von vornherein schon mal nicht so gut wie das alte. Jetzt als Beispiel, ja. Da gab es ja von vornherein dieses Problem mit den Schatten und die ganze Problematik, Alter, nicht überbremsen, Fisch. Die Problematik mit, dass es keine anderen Sprachen gibt aktuell, außer Englisch, meine ich zumindest. War mein letzter Stand der Dinge. Es ist halt einfach, sie haben in dem Fall ein fertiges Spiel genommen, was sie einfach nur portieren sollten oder wollten auf eine aktuellere Generation an Rechner. Ja, ich hätte da schalten müssen, ich weiß. Und es läuft einfach überhaupt nicht. Und wie man an Red Dead Redemption 2 sieht, nicht nur bei Indie-Spielen, sage ich jetzt mal, oder ja, Battlegrounds ist schon kein Indie-Spiel, aber es ist ja von einem winzig kleinen Studio jetzt quasi wieder aufgelegt, glaube ich. Also wenn das Studio groß ist, ist es noch trauriger, dass es nicht läuft. Fahr doch bitte um die Kurve hier. Und fahr doch auch bitte da um die Kurve. Das sind einfach Dinge, die mich dann ankotzen. Das ist auch gar nicht unbedingt Kritik an dem... Ja doch, es ist schon Kritik an dem Spiel, weil es funktioniert out of the box halt nicht. Also jetzt gerade an dem hier. Aber das Spiel macht ja trotzdem Spaß und es hat ja auch trotzdem funktioniert, trotz der Lenkung. Es war jetzt ja nicht so schlimm, dass ich gesagt habe, ich breche das Spiel deswegen ab. Es hat halt nur schon gestört. Ich war mir nur nicht sicher so, ey, haben die Steuerung einfach komplett verkackt damals? Oder liegt es jetzt, haben sie die Steuerung komplett verkackt damals und es liegt an mir, dass ich mich einfach daran so störe? Oder haben sie die Steuerung damals eigentlich gut gemacht, aber ich bin einfach zu dumm, es zu machen? Weil ich ja auch eben wusste, dass mein Lenkrad ungefähr aus der Zeit ist. Und Niki schrieb ja sogar... Niki schrieb ja sogar, dass mein Lenkrad noch ein bisschen älter ist. Ist übrigens absolut geil, gerade mit dem Ding kann man überhaupt nicht drehen. Geil, das lief bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz gut. Plötzlich sind wir Sechster. Ja, wir haben jetzt die ganzen langsamen Leute vor uns. Nicht die, ja, guck mal, er parkt hier erstmal fast. Ja, also, ich wusste nicht ganz genau, ob es an mir oder am Spiel liegt. So, das wollte ich dazu sagen. Ich hatte einfach vermutet, dass ich einfach zu dumm bin. Und es sich für mich einfach nur falsch anfühlt, weil ich jetzt halt so Sachen wie Assetto Corsa oder Project Cars gewohnt bin, wo das Lenkrad halt meiner Meinung nach wirklich gut drin angebunden ist. Und ich habe schon ein bisschen rumprobiert gehabt, ne, mit Lenkwinkel einstellen und so und überlasse ich dem Spiel, ob es Eingriffe macht oder nicht. Das sind ja alles Sachen, die ich ausprobiert hatte. Ich hatte nur noch nicht gegoogelt. Ich habe übrigens immer noch nicht das gemacht, was Niki gesagt hat. Ich habe momentan nämlich einfach aktuell überhaupt keine Zeit. Beziehungsweise, man muss immer Zeit-Lust-Verhältnis zueinander setzen, ja. Ich habe zwar zwischendurch mal ein Stündchen Zeit, aber in der Stunde mache ich halt einfach was anderes. Also mit Zeit meine ich auch einfach nur, ich muss nicht arbeiten, ne? Man hat ja nicht, also man hat ja nicht nur, weil man nicht arbeiten muss, Zeit für ein Spiel zum Einstellen. So, heute zum Beispiel nehme ich jetzt gerade erstmal auf, damit ihr überhaupt ein Video habt. Weil sonst würdet ihr wahrscheinlich einfach kein Video kriegen. Klar, ich hätte jetzt auch erst das Spiel einstellen können. Aber einfach mal davon ausgegangen, es dauert nicht nur 5 Minuten, ja, sondern 20. Dann wäre das schon wieder eng geworden mit Aufnehmen, weil ich dann ja auch gleich noch arbeiten muss.
Und ich folglich. Alter, hier habe ich den gecrashed. Geil, der ist sogar kaputt. Ich hätte gern diesen Ketterhemd noch überholt. Immerhin Dritter. Immerhin Dritter. Ah ja, weil ich halt... Ach meine Güte, ich komme immer so schnell raus. Aus dem, was ich erzähle. Hallo, 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 hallo. Zweiter, der hat zwar gecrashed. Okay, geil. Es fühlt sich übrigens immer noch nicht richtig, richtig gut an vom Steuern her. Jetzt fühlt sich sehr träge an, dass er irgendwie sehr langsam nachlenkt. Aber darum werde ich mich noch kümmern. Das ist auf jeden Fall sehr viel besser geworden mit dem direkten Lenken. Also mit dem nicht mehr geschwindigkeitsabhängigen. Sauber, du bist aufs Treppchen gefahren. Ja, zum Glück auch zweiter. Bruder, ey. Ich weiß übrigens nicht, warum mein Ketterhemd rot ist, keine Ahnung. Ich hätte ein Geld machen wollen. Nice. Zwei Runden jetzt noch im Dunkeln hier. Schön, schön. Also worauf ich raus will. Naja, eine Leitplanke geht ja immer noch. Immerhin landet man nicht im Wasser direkt. Hallo, lassen Sie dieses bitte. Als Beispiel nochmal zum Modden mit ETS, wo Niki meinte, ja, du nimmst die Sachen einfach nur, klatsch die da rein und bist fertig. Ich habe ja mal eine Zeit lang, eine ganz kurze Zeit lang, mit Promods und Russmap gefahren. Und alleine, dass man da... Okay. Alleine, dass man da irgendwelche Reihenfolgen einstellen muss, hat mich schon unglaublich abgefuckt. So, warum... Also, ja, ein Mod ist eine meist kostenlose Erweiterung für ein Spiel. Absolut cool. Das hier übrigens auch gerade, dass sie mich gecrashed haben. Gut. Ein Mod ist eine meist kostenlose oder sehr günstige Erweiterung für ein Spiel, was es sehr viel geiler macht. Ich möchte mich absolut nicht darüber beschweren, dass es Mods gibt, ja. Und ich, wobei... Also nein, darüber, dass es Mods gibt, möchte ich mich nicht beschweren. Allerdings... Oh, jetzt schaltet der schon wieder automatisch. Das ist zum Beispiel ganz eindeutig ein Spielfehler. So, ich stelle diese Scheiße auf manuell und irgendwann fängt er einfach selbstständig an zu schalten. Warum? Es hat niemand von dir verlangt. Und jetzt nimmt er nicht mehr so viel Bremse an wie vorher. Das ist absolut dumm, weil auf einmal verändert sich einfach die komplette Spiel, die komplette Spielbarkeit. Es fährt sich auf einmal komplett anders. Also, wo ich gerade hierauf hinaus wollte, da muss man eine Reihenfolge festlegen. Und ich verstehe nicht, warum man als Mod-Entwickler oder als Mod-Macher das nicht einfach irgendwie... Oh, nicht einfach ausschließt. Also, warum macht man das nicht einfach einfacher für den... Endabnehmer, also für den Kunden, sage ich jetzt mal. Ja, diese ganzen Mods kriegt man kostenlos. Aber es leuchtet... Ich hasse es. Es leuchtet mir nicht ein, warum man das so macht. Also inzwischen ist es, glaube ich, egal. Warum war es damals nicht egal? Also damals war es komplett zum Kotzen, meiner Meinung nach. Das war übel dumm, dass man das in irgendeine Reihenfolge stecken musste. Also, es war logischerweise nicht dumm, es war logisch, weil das Spiel sonst nicht mit klar kam. Danke, dass du mich rammst. Ist übrigens absolut nervig, weil man nicht selber entscheidet, wann man schalten kann. Komm doch bitte von der Wand weg. Ich möchte mal kurz anmerken, dass dieses automatische Schalten alles kaputt macht. Plötzlich habe ich übrigens auch ABS, glaube ich, oder auf jeden Fall nicht mehr so eine gute Bremse und keinerlei Kontrolle mehr über das Auto.
Es ist so verwirrend, wenn er auf einmal selbstständig schaltet und man nicht bestimmt wann. Also ihr hört hoffentlich, dass ich stehe übrigens voll in der Bremse, ne? Er hat scheinbar gerade blockiert, aber er bremst auch nicht mehr so gut. Ey, was eine Scheiße. Aua. Alter, heute läuft auch wieder schief. Ich verstehe auch nicht, warum dieses Auto so weite Kurven fährt. Dieses Auto hat eigentlich eine ziemlich geile Lenkung. Du kannst es gefühlt auf einer Briefmarke wenden. Wer bei dem, also, da ist ja mit unserem Kumpel in Most rumgegurkt. Der wie Sau. Und der hatte da echt gar keine Probleme mit durch irgendwelche, also Wenden und sowas und in die Box wieder reinfahren. War alles entspannt. Hallo! Vor allem, der schaltet doch echt früh, Junge. Glaube ich. Kann auch sein, dass er gar nicht mehr so früh schaltet. Ja, wir werden einfach 8. oder 7. vielleicht noch. Wir bauen uns gleich ein anderes Auto auf jeden Fall noch. Ja, danke für den 8. Platz. Geil. Tja, diesmal hast du es nicht ganz aufs Treppchen geschafft. Ja, woran das wohl gelegen hat. Dass ich plötzlich gar nicht mehr fahren konnte. Okay. Keine Ahnung, wie ich da rausgetappt habe. Aber egal. Wir bauen jetzt. Wir haben ja noch ein paar Sachen in Modern B, oder? Nö, okay. Zeitfahrten gibt's vorgegeben Autos, oder? Nee, okay. Müssen wir auch mit Modern B fahren, glaube ich. Gut, wir bauen jetzt kurz ein neues Auto. Und zwar bauen wir ein 18, würde ich sagen. Was gibt's noch? Moment, ich hab's schon vergessen. Oh, mein Controller ist schon wieder aus, natürlich. Achso, eine alte Julia, okay. Gut, dann machen wir jetzt eine 8C. Warum auch nicht, ne? Also eine 8C braucht man ja. Upgrade. Wir müssen ihn auf B kriegen. Ach, Kurva. Ja. So. Erstmal alles rein hier. Scheiße, das macht eine Änderung auf A. Sogar um ziemlich viel. Das würde noch bei B bleiben. Aber gefällt mir das? Ja, das wird schon eine Änderung auf A bringen. Oh, ein Renncockpit bringt zum Beispiel gar nichts. Nur Optik. Wir haben auf jeden Fall das Bodykit drauf, weil das finde ich echt gut. Nitro gibt es hier gar nicht. Werksumbau sieht böse aus. Ich glaube, es gibt auch gar keinen wirklichen Werksumbau für einen 8C. Ich glaube, es gibt keinen Werksrennwagen. Okay, man könnte noch ein Drag-Auto draus bauen, aber wir brauchen noch keinen Drag. Ich hätte aber echt gerne noch Räder gehabt eigentlich. Semi-Slick-Reifen, ja, bringt halt voll in A, ne? Bräuchten irgendwas, was 84 minus macht. Das bringt fast gar nichts. Das bringt auch fast gar nichts. Das bringt auch fast gar nichts. Das bringt sehr viel. Alter, haben wir nichts, was so ein bisschen was wegbringt? 20, 46, 77. Okay, wir kriegen keine Rennslicks drauf. Aber schon ein schnelles Auto, glaube ich, jetzt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe jetzt ein bisschen darüber abgerantet, dass, weiß ich nicht. Nehmt das alles nicht so ernst. Das Spiel ist gut.
Ich bin einfach zu dumm, das Lenkrad einzustellen. Absolut fein. Chill. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir hier die Zeitfahrsachen. Bis dahin, haut da rein und tschüss.